Prächtige Alleen, Blumenwiesen und ein Kräutergarten. Der Ansbacher Hofgarten hat viele Facetten. Im Leonard-Fuchs-Garten wird Unkraut gehackt. Der Kräutergarten wurde 2001 angelegt. Leonard Fuchs war von unserem Markgrafen in Ansbach der Leibarzt und der hat relativ viele Kräuterpflanzen und auch Pflanzen beschrieben, in einem speziellen Buch auch. Und daraufhin haben wir den Garten wieder aufleben lassen. Wir haben diese Kräuter rausgenommen aus seinem Buch, die er beschrieben hatte. Und das Interessante an dem Garten ist eigentlich das, dass Leonard Fuchs sehr lustige Sprüche dazu geschrieben hatte zu seinen Kräutern, für was welche Verwendung war. Und diese Sprüche haben wir auf unseren Schildern auch vermerkt und manch einen Besucher bringt das hier zum Schmunzeln. Tamara Sand arbeitet seit 2 Jahren im Ansbacher Hofgarten. Auch wenn die Flächen streng nach barockem Vorbild gepflegt werden, einige Neuerungen gibt es dennoch. Zum Beispiel bekämpfen seit etwa 2 Jahren Laufenten die Schädlinge im Kräutergarten. Und als Unkrautvernichter kommt heißes Wasser zum Einsatz, keine Chemikalien notwendig. Zu tun gibt es für die 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ansbacher Hofgarten viel, auch in der Baumpflege. Wir haben einen relativ großen Lindenbestand und einen alten Lindenbestand auch noch hier in Ansbach. Die sind zum Teil 300 Jahre alt und auch diese Bäume müssen gepflegt werden. Das heißt, wir haben hier das Problem, durch das, dass die früher immer knapp auf 4 Meter Höhe geschnitten worden sind, dass die einfach in der Mitte mittlerweile hohl sind zum Großteil. Und darauf müssen wir achten, dass die Höhlungen nicht weiter ausbrechen, dass wir sie zurücknehmen, dass das Totholz rausgenommen wird, dass den Parkbesuchern nichts passiert, die im Hofgarten laufen. Dass die Höhen bleiben natürlich, dass sie nicht zu hoch werden und auch, dass die Formen erhalten werden. Bis in das Jahr 1534 lässt sich die Geschichte des Ansbacher Hofgartens zurückverfolgen. Der Grundstein für die heutige Gartenanlage ist die Lindenallee, die vor 300 Jahren gepflanzt wurde. Seitdem ist viel passiert. Die erste Anlage 1724 war eine sehr formale Anlage nach französischen Vorbildern und die blieb dann erhalten bis in die 1790er Jahre. Da gab es dann einen Prämissenwechsel. Man wollte einerseits Kosten einsparen, aber auch kam der englische Landschaftsgartenstil immer mehr in Mode. Und so hat dann der letzte Markgraf 1790 schon die Prämisse rausgegeben, dass die Bäume nicht mehr geschnitten werden sollen und die Anlage vereinfacht wird. So sah der Blick auf die Orangerie 1929 aus. Im Zweiten Weltkrieg wurde viel zerstört, vor allem wegen der Nähe zum Bahnhof. In der Nachkriegszeit folgte der Wiederaufbau nach barockem Vorbild. Für das Jubiläumsjahr hat die Bayerische Schlösserverwaltung mehrere Veranstaltungen organisiert. Wir starten mit dem ersten Juniwochenende mit einem Konzert in der Residenz und der Eröffnung einer Kunstinstallation im Zitrushaus von Eva Lee Wagner, die sich mit dem Kräuterbuch von Leonard Fuchs beschäftigt hat. Und dann wird es den kompletten Juni über immer wieder Themenführungen geben zu unterschiedlichsten Themen, wie zum Beispiel unseren wertvollen Wiesen und dem Naturschutz, der Naturschutzthematik hier bei uns im Hofgarten. Die Rokoko-Festspiele finden dieses Jahr nicht statt. Stattdessen gibt es das Jubiläumsprogramm. Mehr Infos dazu finden Sie auf unserer Webseite. Insgesamt 16 Hektar werden im Ansbacher Hofgarten bewirtschaftet. Damit es nicht nur zum Jubiläum, sondern das ganze Jahr über schön aussieht, bepflanzen die Mitarbeitenden die Flächen vor der Orangerie immer wieder neu, je nach Jahreszeit. Im Mai wird alles rausgenommen, was jetzt im Frühjahr geblüht hat und im Sommer kommen dann die neuen Pflanzen. Das sind die verschiedenen Pflanzen für den Sommer. Wir achten darauf, dass es insekten- und bienenfreundlich natürlich auch ist, dass es farblich natürlich auch harmoniert und dass wir wirklich eine lange Blühdauer bis im Herbst dran haben, dass die Leute, die den Park besuchen, auch sich wirklich daran erfreuen können. Ob als Naherholungsgebiet, Ausflugsziel oder Lernort, der Ansbacher Hofgarten zieht viele Menschen an, auch 300 Jahre nach der Pflanzung der Lindenallee.